Herzlich willkommen bei Zocken mit dem Sammler. Heute ist mal wieder die letzte Runde in dieser Woche. Ich glaube, ich habe diese Woche noch gar nicht gewonnen. Das ist natürlich ein schlechtes Resümee. Und dann werden wir mal sehen, was uns Christina und Annika heute so für Fragen stellen werden. Ich hoffe, ihr hattet bisher einen schönen Sommertag. Es ist ja relativ gutes Wetter heute gewesen. Mir mal. Da sind 12 wir. Mi, 1, 2, 3. Und Great Quiz ist diesmal nur zweite. Hallihallo. Hallo, Papa, ihr Lieben. Grüßt Jana. Hallo aus Singen. Aber schönes Kleid, sagt da einer. Dankeschön. Hallihallo. Hey, aus Pforzheim und Berlin und Magdeburg. Aus Hamburg. Heilbronn, Frankfurt, Braunschweig. Nochmal Berlin. Annika hat Schuhe an, ja, heute trage ich Schuhe. Ich bin nicht immer aus Sagen. Aus Russland. Grüße an Nick, Grüße aus Bremerhaven. Magdeburg, Grüße von das. Fabiana, stehst du auf einer Waage? Nein, Annika steht nicht auf einer Waage. Ich stehe nur, damit ich groß genug bin für die Kamera gleich. Ich stehe auf einem Verlängerungsbrett. Genau. Ich wiege mich nicht gerade, das wäre irgendwie ein bisschen albern. Ist Annika ganz schön. Das Thema hatten wir ja schon ein paar Mal gehabt. Ah, okay. Interessant. Ich denke mal, das haben dann einige von euch geguckt. Wie war's? Hallo Mäusekinder. Märchenquiz. Fände ich auch schön. Ist das ein Nachthemd? Das sind also nicht alle Leute einig über mein Kleid. Jemand fragt, welche Rasse Guinness ist. Guinness ist ein Gordon Setter. Das ist was Schottisches, glaube ich. Also Guinness ist ein Hund, hat sich immer gefragt. Bist du der Hundeprofi hier, oder? Nee, das ist mein Hund. Das ist der mit meiner Eltern. Ach so, deine Der Hund. Heißt Guinness. Das ist gar nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich das mal erwähnt. Irgendwer hat gefragt, welche Rasse ist Guinness. Cool. Ja, ist ein Gordon Setter. Die kenne ich besser als ich. Ja, kennen sich Leute hier aus. Ich stehe auf irgendwas, damit ich größer bin. Ihr fragt schon wieder jemand. Ich stehe nicht auf einer Waage, das ist nur, damit ich gleich für die Kamera die richtige Größe habe. Grüße an Melanie. Ja, einige an schreiben heute Philipp. Frei. Ich glaube, im Süden Deutschlands hat man ja frohen Leichnam auf einen Feiertag, ne? In NRW ist das auch Feiertag, glaube ich. Jedenfalls war das immer so, als ich in der Schule war. Da war so Mai bis Juni die beste Zeit. So, wir sind soweit. Herzlich willkommen zu Quizduell Live, der letzten Show der Woche. Ich bin Annika, ich bin Host für den heutigen Abend. Und mit mir habe ich die liebe Christina, ihr habt sie schon gesehen. Hallihallo ihr Lieben, schön wieder hier zu sein. Genau, ihr kennt das Spiel oder wenn ihr es nicht kennt, erkläre ich es euch gerne nochmal. Wir haben 12 Fragen für euch vorbereitet. Wir haben Auswahlmöglichkeiten für diese Fragen und wenn ihr richtig antwortet, kommt ihr in die nächste Runde. Wenn ihr falsch antwortet, seid ihr leider raus. Bis einschließlich Frage Nummer 7 könnt ihr aber diesen tollen Rettungsring benutzen. Wenn man der hilft euch weiter, wenn ihr falsch antwortet. Könnt ihr einfach draufklicken, dann seid ihr trotzdem weiter. Wenn ihr gerade keine Rettungsringe mehr habt, wie könnt ihr neue bekommen, Christina? Könnt ihr eure Freundin der App einladen, heißt, ihr könnt den Link zur App teilen und wenn ihr dann die App runterladen, dann bekommt ihr Rettungsringe. So einfach geht's. Genau. Und wir haben natürlich auch wieder einen Preispott für euch. In unserem Preispott sind heute 4000 Tickets und obendrauf auch nochmal 400 Rettungsringe. Das wird natürlich alles fair geteilt, wenn viele von euch gewinnen oder mehrere von euch gewinnen. Insofern, je weniger gewinnen, desto höher der Gewinn. Aber wir freuen uns natürlich, wenn viele von euch gewinnen. Wir haben nächste Woche wieder Montag bis Donnerstag ein Quiz um 18 Uhr. Nicht verpassen. Und wie ich heute gehört habe, startet nächste Woche ja auch die EM. Deswegen haben wir am Mittwoch ein besonderes Spezial-EM-Quiz für euch. Also für alle Fußballfans was Besonderes und für die, die keine Fußballfans sind, mal was anderes. Da können wir schreiben, wer weiß denn, wann Deutschland das erste Spiel hat und gegen wen. Genau, schreibt das mal in den Chat. Ich hoffe, Christina kann das überprüfen. Ich wüsste es nicht. Viele schreiben auch, dass Deutschland im Halbfinale der Eishockey-WM ist. Vielleicht auch interessant. Sehr cool. Als Info. Alle Eishockey-Fans. Müssen wir vielleicht auch ein Eishockey-Quiz mal machen. Wann ist denn das Finale? Also, oder wie ist das Halbfinale erstmal? Mal Dienstag, 15. gegen Frankreich, schreibt hier jemand. Ah, okay. Ja. Wir haben auch einen Instagram-Account, da könnt ihr gerne Vorschläge einreichen, falls ihr irgendwelche besonderen Themenquiz wollt. Ihr könnt da auch ein paar Tipps sehen. Häufig ist in der Story da mal ein Tipp für das Abendquiz. Also, kann nicht schaden. Schreibt jemand, ich wusste nicht mal, dass dieses Jahr EM ist. Jetzt weißt du Bescheid. Genau, wir lernen alle dazu. Ich weiß, dass jetzt auch die Feldhockey-EM losgeht. Ja, nee, die geht nicht los, ist schon Halbfinale. Nee, nicht Eishockey, Feldhockey. Ach, Feldhockey, okay. Ja, ja.
Da kenne ich mich aus. Nicht wirklich, aber meine Familie. Weiter geht's mit Frage Nummer 1. Wir legen los. Wer wird gerne der Vater der Psychoanalyse genannt? Ist es Albert Einstein, René Descartes, Leonardo da Vinci oder Sigmund Freud? Wir haben schon vorher diskutiert, in welchem Fach hat man sowas eher durchgenommen. Ich habe das in Pädagogik durchgenommen, aber das hatte, glaube ich, nicht jeder. Nein, ich hatte kein Pädagogik. Bei mir war es entweder Deutsch oder Geschichte. Also was anderes hatte ich dann. Ich hatte kein Pädagogik, kein... Sag mal, sonst so Philosophie hatte ich auch nicht in der Schule. Das gab es bei uns auch. Das gab es aber so entweder Religion oder Philosophie konnte man haben. Deswegen, das waren die Alternativen. Ich komme aus einem kleinen Dorf, da hat man sowas nicht. Genau, ich habe in Pädagogik viel über ihn gelernt. Den Vater der Psychoanalyse oder wie man ihn sonst auch kennt, Sigmund Freud. Mal sehen, wie viele von euch das richtig gemacht haben. Es sind 6.859. Sehr gut. Glückwunsch. Einige haben sich bei Albert Einstein vertan. Die können jetzt alle einen Rettungsring anwenden. Und mit dem Rest gehen wir auf jeden Fall weiter zu Frage Nummer 2. Wir haben eine Frage, die ist eher so mein Kaliber. Wir hatten auch schon ein extra Quiz für Eurovision und hier haben wir eine einzelne Eurovision-Frage. Und zwar, wo fand dieses Jahr der Eurovision Song Contest statt? War es in der Ukraine, in Australien, in der Niederlande oder in der Türkei? Ja. Ich habe es geguckt und ich fand, die Stadt sah super, super toll aus. Also wie die es dargestellt haben, heißt, ich würde da super gerne mal hinfahren. Ja, wer von euch hat denn Eurovision geguckt? War ja auch ein großes Experiment, weil das Ganze in Person stattgefunden hat und mit Publikum und die mussten auch keinen Abstand halten. Die sind natürlich alle negativ getestet gewesen. Ah, guck, da haben viele Eurovision geguckt, sehr gut. Ich bin ein großer Eurovision-Fan. Genau, und das Ganze hat dieses Jahr wo stattgefunden? In welcher Stadt? Von welcher Stadt sprichst du? Rotterdam. Genau, und das liegt natürlich in den Niederlanden. Mal sehen, wer von euch hat das richtig gemacht? 5.395, sehr gut. Und trotzdem 1.100 haben Ukraine angeklickt. Ich hoffe, ihr werdet Rettungsringe ein. Wir denken, das ist eine einfache Frage, aber wir sind halt auch Eurovision-Fans. Das ist natürlich dann nicht für jeden gleich einfach. Weiter geht's mit Frage Nummer 3, schon mal eine Einstiegsfußballfrage fürs EM-Quiz nächste Woche. Hat nicht wirklich was mit EM zu tun. Aber aufgepasst. Wie nennt man Fußballspiele, die aufgrund von Bestrafungen ohne Zuschauer ausgetragen werden? Sind das Geisterspiele, Phantomspiele, Gespenstspiele oder Spukspiele? Da wundere ich mich ja, was muss man genau machen, damit man da nicht mehr zugucken darf? Also, Laut meiner schnellen Internetrecherche liegt das an Sanktionen gegen Fans vor allem. Also wahrscheinlich... wenn irgendwie zu viel Krawall gemacht wird, wenn ihr da genauere Infos habt. Vielleicht so Flitzer oder so. Jemand sagt Covid, ja, Corona-Spiele, klar, die heißen auch so. Genau, aber die richtige Antwort hierfür ist Geisterspiele. Da haben wir auch fast richtig nur eine Person. Böller schmeißen, sagt jemand. Böller schmeißen. Ah, genau, mit so Bengalos und sowas, ne? Dann gibt's Stress. Ihr kennt euch aus. Sehr gut. Freunde. Genau, eine Person hat bei Spukspiele gewählt, das ist die einzige. Mit Krawall haben wir nichts am Hut, genau. Weiter geht's mit Frage Nummer 4 und da haben wir ein Bild für euch. Genau. Die ist auch groß geworden. Ich weiß nicht, ob einige noch ältere Bilder von ihr kennen. Die Frage lautet, wie heißt Michael Jacksons einzige Tochter mit Vornamen? Ist es Paris oder Roma? Er hat 2 Söhne, 1 Tochter. Seine Söhne heißen Michael Joseph Jackson Jr. und Prince Michael Jackson der Zweite. Also, ich weiß nicht, und kennt ihr euch mit seiner Tochter aus? Wisst ihr, mit welcher Frau die, was ist die Mutter von dieser Tochter? Das wüsste ich jetzt gerade gar nicht. Gar nicht, aber wenn ihr es im Chat wisst, dann schreibt es gerne. Jemand sagt Brigitte, ich glaube, das ist nicht auf die Frage bezogen. Lola, schreibt jemand. Debbie, Leihmutter. Okay, Debbie. Keine Ahnung, wir sagen euch auf jeden Fall, ja, Debbie sehe ich hier mehrfach, also ich würde mal sagen, das ist Debbie. Die richtige Antwort für, wie die Tochter heißt, ist natürlich Paris. Und das haben auch 5.213 Leute von euch richtig gemacht. Ja, ich sehe Debbie jetzt sehr häufig im Chat. Ich denke mal, die Mutter von Paris heißt Debbie. Ich glaube euch mal ganz gern. Weiter geht's mit Frage Nummer 5 und davor haben wir ein Video für euch. Ich nehme diesen Preis nicht an. Ich habe nicht gewusst, was hier auf mich wartet, was ich hier... Genau, die Frage lautet, wer war hier zu hören? War es Benjamin von Stuttgart-Barre, Roger Willemsen, Marcel Reich-Ranicki oder Henrik M. Broder? Und wann ist das Ganze passiert? Wo war das große Drama? Es war beim Deutschen Fernsehpreis 2008 und da gab es genau Drama, wie du schon sagst. Genau, weil dieser Mann hätte den Ehrenpreis der Stifter bekommen, aber wollte ihn nicht, weil zu viel
Blödsinn im Fernsehen läuft sozusagen. Eher bekannter Literaturkritiker und das ist Marcel Reich-Ranicki. Ah, da wissen die Leute Bescheid. Bei dem großen Drama weiß man, kennt man sich aus. falsch ausgesprochen, das tut mir leid. Sag mir, was ich nächstes Mal besser machen soll. Nitschi. Ah, okay. Nitschi. Ranicki. Ah, ja, sorry, das ist mein Fehler gewesen. Mache ich nächstes Mal richtig, falls wir nochmal Marcel Reich-Ranicki hier haben. Ranicki hier. Weiter geht's zu Frage Nummer 6. Die Frage lautet, was signalisiert man in Bulgarien mit Kopfnicken? Ist das Dank oder Verneinung? Und ich sollte das hier vormachen. Ich habe gegoogelt, angeblich ist das so ein Kopfnicken. Also so aufwärts. Unten nach oben. Genau, das hat mir Wikipedia gesagt. Das wird in einigen Ländern gleich gedeutet, in Griechenland und Zypern und Iran auch. Und das ist ein einzelner Nicker aufwärts, den man damit meint. Und was heißt das Ganze dann? Das ist eine Verneinung, heißt also Nein. Genau. Mhm. Es gibt tatsächlich auch Länder, in denen einfach Kopfschütteln und Nicken komplett vertauscht sind. Also da benutzt man Nicken für Nein und Kopfschütteln für Ja. Also mich interessiert ja, wenn Kopfnicken Nein heißt, was macht man da für ein Zeichen mit seinem Kopf, Händen, um Ja zu sagen? Vielleicht ist das ein anderes Nicken. Wenn man das Kopf aufnicken hat für Nein, vielleicht macht man dann runter für Ja. Na, wenn ihr das im Chat wisst, dann sagt Bescheid. Aber wir können erst mal gucken, wie viele von euch das hier richtig hatten. Und das sind 4268, sehr gut. Ich meine, jetzt wenn ich drüber nachdenke, wäre ein bisschen doof, wenn Kopf runter Ja heißen würde, weil dann wäre die Frage ja auch ein bisschen doof. Obwohl es keine Antwortmöglichkeit ist. Ich sehe auch keine richtige Antwort dazu im Chat, mal sehen. Weiter geht's mit Frage Nummer 7, da ist das die letzte Frage für unseren Rettungsring. Also noch könnt ihr sie einsetzen, danach seid ihr auf euch selber gestellt. Gut aufgepasst. Was können Rapper im Hip-Hop haben, die miteinander im Clinch liegen? Das ist Steak, Meat, Ham oder Beef? In dem Fall geben wir die Fleischschiene hier. Ja, tolle Antwortmöglichkeiten hier. genau. Und ich habe auch mal nachgeguckt, woher das Ganze kommt. Das war nicht ganz eindeutig. Burger, aber sag mal. Früher hat man scheinbar anstelle von Stop Thief gesagt und das hat sich dann gereimt auf Hot Beef. Und damit hat man irgendwie Aufmerksamkeit darauf gelenkt. Und deswegen sagt man jetzt auch scheinbar in der modernen Sprache, wenn Rapper, also vor allem im Hip-Hop ist das bekannt, wenn man sich streitet, dass man Beef hat. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich der richtige Ursprung ist. Das ist das, was ich gefunden habe. Gut möglich, dass es da noch andere Versionen gibt. Weiter geht's mit Frage Nummer 8. Das ist eine Filmfrage, würde ich sagen. Die Frage lautet, welche dieser Romanserien verfilmte Peter Jackson? Ist es die Twilight-Saga, Harry Potter, die Tribute von Panem oder der Herr der Ringe? Genau. Ich habe sie alle gesehen. Sehr gut. Ich habe sie nicht alle gelesen. Ich habe die richtige Antwort nicht gelesen. Alle anderen habe ich doch auch gelesen. Ich tatsächlich auch, ja. die Serie hat insgesamt 17 Oscars bekommen und 3 davon gingen an Peter Jackson. Also ziemlich beeindruckend. Und das galt ganz lange als unverfilmbar. Insofern eine besonders große Leistung. Worum handelt es sich hierbei? Um Herr der Ringe. Genau, das wurde von Peter Jackson verfilmt. Der hat natürlich dann auch bei den Hobbit-Filmen mitgewirkt. Das wurde irgendwie als ganz große Filmleistung gesehen, weil man so lange gedacht hat, das kann man gar nicht verfilmen. Das ist auch ganz cool, weil alle anderen Bücher wurden ja also nicht so lange hergeschrieben, aber Herr der Ringe ist ja eigentlich ein sehr altes Buch, könnte man sagen, irgendwie 1900, ich weiß nicht, 45. Auf jeden Fall aus dem 20. Jahrhundert, ich glaube, die anderen sind alle aus dem 21. Genau, und hat es doch irgendwie so 40 Jahre gedauert oder so, bis die das dann, 40, 50 Jahre, bis die das verfilmt haben. Mhm. Nicht schlecht. Man kann sie immer noch gut gucken. Ja, auf jeden Fall. Weiter geht's mit Frage Nummer 9. Die lautet, welche dieser Pflanzen gibt es wirklich? Ist es die Mayo-Lilie, die Ketchup-Tulpe, der Currybaum oder der Chutney-Busch? Ketchup, schreibt jemand im Chat. Ja, ich weiß nicht, es gibt ja viele Ketchup-Fans. Vielleicht wäre das schön, wenn er einfach an Bäumen, an einer Tulpe wachsen würde. Wo wächst eigentlich Ketchup? Das ist unsere Frage für euch, den Chat. Ich habe das mal gegessen, das ist das Blatt davon wird sehr häufig verwendet, zum Beispiel in der südindischen und der srilankischen Küche. Und es handelt sich hierbei um den Currybaum, der hat tatsächlich keinen direkten Zusammenhang mit Currypulver. Wussten auch immer noch 1474 von euch, sehr gut. Mit denen gehen wir jetzt in unsere letzten 3 Fragen, in unseren Final Countdown. Gut aufgepasst, vor Frage Nummer 10 haben wir ein Video für euch. Genau, die Frage zu diesem Video lautet, wie heißt das Produzententeam? Ist es Kitschkrieg oder Junge Junge?
Möchtest du uns verraten, wie das Lied hieß, Christina? Das hieß Standard. Und ich musste lachen, weil viele so lustige Sachen gerade im Chat schreiben mit Ketchup wächst in Flaschen und auch einer möchte einen Bananenquiz haben. Das finde ich auch ganz cool. 12 Fragen, da muss man sich schon Gedanken machen. Zum Thema Bananen. In diesem Produzententeam gibt es 3 Leute, Christoph Erkes, Christian Junzong, Meyerholz und Nicole Schettler, und zusammen sind sie Kitschkrieg. Das haben, was sind das, 833 Hits, da haben wir aber einige verloren. 50% fast raus. Wow, hier. Okay, mit den verbliebenen 833 gehen wir zu Frage Nummer 11. Noch 2 Fragen, gut aufgepasst. Frage Nummer 11 lautet: Welcher deutsche Bundeskanzler sagte einst, entscheidend ist, was hinten rauskommt? Ist es Helmut Kohl, Konrad Adenauer, Willy Brandt oder Gerhard Schröder? Alle Politiker, Politikinteressierten, aber ich glaube, das weiß man einfach, oder? Also ja, also es wurde auf jeden Fall, hat er zu seinem Regierungsstil gesagt. Ich weiß nicht, ob das irgendwas aussagekräftig ist, das kann auch jeder gewesen sein. Genau, und das ist alles 1984 passiert bei einer Pressekonferenz, und der Bundeskanzler, von dem wir hier sprechen, ist Helmut Kohl. 333. Ah, aber haben wir einige schon noch verloren. Ich bin mal gespannt, wie viele es noch durch die Frage Nummer 12 schaffen und dann die Sieger unseres heutigen Quizzes sind. Jetzt wird's ernst. Frage Nummer 12. Welche Comicfiguren hießen in Deutschland ursprünglich Siggi und Barbaras? Ist es Tim und Struppi, Asterix und Obelix, Fix und Foxy oder Mickey und Goofy? Hier handelt es sich um die erste deutsche Übersetzung von diesen Comics. Und wurde von Qualitätsfrage übersetzt und wird auch von einigen als dunkles Kapitel der Comic-Historie bezeichnet. Das wusste ich gar nicht. Ja, weil das wohl sehr antisemitisch, antidemokratisch war. Heißen seitdem auch nicht mehr so. Aber ich sehe hier im Chat wirklich viele verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ja. Einige sagen Mickey und Goofy, einige sagen Asterix und Obelix, also alles mit dabei. Bin ich gespannt. Ja, mal sehen, wie viele das richtig beantwortet haben. Mittlerweile heißen sie Asterix und Obelix. Und da haben wir 200 Leute als Sieger. Immerhin noch die Mehrheit für diese Frage. Herzlichen Glückwunsch an die 200 Sieger. Eine schöne runde Zahl. Da weiß man genau, wie viele Tickets und Rettungsringe alle bekommen. Wollen wir uns mal ein paar Gewinner angucken? Lass mal schauen, wer heute gewonnen hat. Genau, wir haben CEO 42, Nagio 61, Oxossi, Uwebsi 17, Itiku 9, Quiz Oracle 99, Dorokolo, Bumbumflu, Otter 282, Lucky Gamer 24 und natürlich noch einige andere. Herzlichen Glückwunsch an euch alle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem heutigen Quiz und ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Montag bis Donnerstag um 18 Uhr. Wir sind live. Tschüss, ihr Lieben. Schönes Wochenende. Einwandfrei, da bin ich also mal durchgekommen. Gerade auch die letzte Frage kam mir natürlich gelegen. Im Bereich Comics bin ich eigentlich, ich sag mal, nicht ganz so schlecht. Das finde ich eigentlich immer ganz gut so. Also, auf jeden Fall habe ich mal wieder gewonnen. Da können wir nächste Woche wieder ordentlich ein paar Rettungsringe rausschmeißen. Wenn sie dann Mittwoch wieder ein Fußballquiz machen, da werde ich dann garantiert wieder keine Rettungsringe verwenden. Das ist nicht so mein Ding. Ich wäre für ein allgemeines Comic-Quiz. Da denke ich mal, werde ich nicht allzu schlecht abschneiden. Was einen natürlich auch nicht vor Fehlern bewahrt. Das ist natürlich auch wieder das Ding. Also Leute, ich hoffe, euch hat die Woche gefallen mit meinen Beiträgen. Ihr habt auch erfolgreich mitgespielt beim Quizduell Live. Erzählt mal den Leuten, dass es hier auch Quizduell-Videos gibt. Anscheinend ist das noch nicht so richtig rumgekommen. Und dann würde ich mal sagen, bis Montag zur nächsten Runde Quizduell. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Abonniert mich. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn ich mal wieder was Neues hochlade. Schreibt mir Kommentare, folgt mir auf Instagram und sorgt damit dafür, dass meine Motivation für euch weiterhin Videos zu produzieren hoch bleibt. Ihr wisst ja, Filme zu produzieren ohne Zuschauer ist immer ein bisschen suboptimal, deswegen zeigt mir eure Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr beim Anschauen genauso viel Freude habt, wie ich beim Erstellen dieser Videos.